Hallo und willkommen bei der Albenrevue. 1977 und 1978 waren für Brian Eno zwei Jahre von recht ungeheuerlicher Schaffenskraft. In 1977 hatte er mit David Bowie an dessen Berlin-Album Low gearbeitet, nur um bald darauf mit der Band Cluster das hier bereits besprochene Album Cluster und Eno aufzunehmen. Zum Ausklang des Jahres brachte Eno das eklektische Album Before and After Science heraus. Dies wurde gefolgt von dem bahnbrechenden Ambient One, Music for Airports und dem minimalistischen Album Music for Films. Im Frühling flog der rastlose Engländer auf die Bahamas, um dort das zweite Talking Heads Album More Songs About Buildings and Food zu produzieren. Im Sommer des Jahres 1978 erscheint die Fortsetzung von Brian Enos Zusammenarbeit mit Dieter Möbius, Hans-Joachim Rödelius und Conny Plank mit dem Titel After the Heat. Ohne Zweifel setzt After the Heat stellenweise die Ideen des Vorgängers Cluster und Eno fort, sind auch die Tracks nach meinem Informationsstand in denselben Aufnahmewochen des Sommers 1977 entstanden. Doch die gesamte Stimmung des zweiten Albums ist weniger lieblich und dafür deutlich enigmatischer und irgendwie auch gereifter. Schwermütige und rätselhafte Synthesizer-Ebenen überlagern sich hier und vermengen sich. Dazwischen gibt es aber auch simple, charmante Klavierstücke. Gerade die ersten beiden Tracks Oil und Foreign Affairs sind stimmungsvolle Beispiele für eine spannende, sphärische Musik, die voller Geheimnisse ist. Darauf folgen zwei kleine Klaviernummern mit den Titeln Luftschloss und The Shade. Das Piano erfährt hier ein leichtes Treatment von Brian Eno und wird mit hintergründigen Tape-Loops und Synth-Sounds angereichert. Etwas Ähnliches würde Brian Eno bald schon in recht großem Umfang mit Harold Budd kreieren, auf dem Album Ambient 2 – The Plateau of Mirror. Das letzte Stück auf der A-Seite ist Old Land. Hier tauchen wir vollständig in die Welt des in diesem Jahr noch so jungen Genres Ambient ein. Das Stück besitzt eine Schwermut, die auf ihre einfachsten musikalischen Nenner heruntergebrochen ist. Die B-Seite wartet nun mit etwas anderer Stimmung auf. Wurde die A-Seite weitgehend von Proto-Ambient und zurückhaltenden Synth-Layern bestimmt, äußert die B-Seite deutlich mehr Drama. Dies beginnt mit dem angespannten Stück Bass and Apex, das ein sehr cooles, wobbelndes Synth-Bass-Muster besitzt, das vermutlich in den 80ern dann bei einigen anderen Songs Pate stand. Light Arms ist eine spannende Klangkonstruktion und ein tolles Beispiel für das Erstellen von generativer Musik im Zeitalter analoger Technik. Man muss bedenken, dass solche Tracks vor dem Aufkommen von Computern und Sequenzprogrammen recht aufwendig in ihrer Erstellung waren. Broken Head ist eine finster daherkommende Nummer, die von einer abgebrühten Bassdrum getragen wird und aus allerlei Loops besteht. Auch hier findet ein heftiger Einsatz von Effektgeräten statt, sodass man kaum Synthesizer von Gitarren unterscheiden kann. Aus der Musik schält sich plötzlich der Gesang von Brian Eno heraus. Das ist eine herrlich kompromisslose Nummer, die zusätzlich den eklektischen Anstrich dieses Albums unterstreicht. Das Stück wirkt ein wenig, als wäre es von Enos nicht minder zusammengewürfelten Album Before and After Science entlehnt, das er nur 6 Monate zuvor herausgebracht hatte. Diese Atmosphäre wird von dem elektronischen Stück The Bell Dog fortgesetzt. Hier stoßen wir auf ein mit Effektgeräten überlagertes Synth-Thema, das erneut die Tanzmusik der zukünftigen Jahre ahnen lässt. Darüber breitet sich Brian Enos unprätentiöse Stimme aus. Eine sehr interessante Nummer, die irgendwie auch den herannahenden Synthie-Pop-Sound der 80er Jahre einzuläuten scheint. Ich bin überrascht, dass diese Nummer noch niemand komplett gesampelt und zu einem Elektro-Track remixed hat. Oder doch, und ich kenne es nur nicht. The Bell Dog ist sicherlich eines der Highlights auf diesem Album. Das letzte Stück trägt den Titel Zimmer Narki. Hier hilft erneut der Kernbassist Holger Tschukai aus, mit einem äußerst stimmungsvollen und ausgeklügelten Basssound.
Das Lied wird von umfangreichen Effekten und Delays dominiert. Erneut hören wir Brian Enos Stimme. Hierbei handelt es sich um den rückwärts ablaufenden Vokaltrack aus seinem Stück King Leeds Head, das er im Vorjahr auf seinem Album Before and After Science aufgenommen hatte. Einen Vokaltrack rückwärts einzusetzen ist nun keine allzu originelle Idee, doch kann man auf diese Weise interessante Resultate erzeugen. Hier in diesem Fall wirkt die Melodie des Gesangs eben seltsam ethnografisch, fast als wäre es eine imaginäre Volksmusik eines fiktiven osteuropäischen Volkes. Dann verliert sich der Track in einem Nebel aus Special Effects und das Album ist vorbei. After the Heat ist durchaus ein Kompagnon zu dem vorangegangenen Album Cluster und Eno. Und doch ist die Musik von After the Heat etwas kantiger und stellenweise auch exzentrischer. Einige der Kompositionen und Produktionen muten auf jeden Fall auch etwas aufwendiger an. Zudem ist das Album auch ein gutes Beispiel dafür, wo die drei ungewöhnlichen Musiker damals in ihrer Entwicklung standen. Sie produzierten alle ihre eigenen Alben und dies hier ist eben ein besonderer Kreuzungspunkt dieser drei Energien. Man muss an dieser Stelle festhalten, dass in der Beschreibung eines solchen Albums es eine natürliche Tendenz gibt, ständig nur über Brian Eno zu sprechen. Eno hier und Eno da und Eno die Legende. Das ist auch okay so. Er ist nicht umsonst eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der modernen Musikgeschichte und zweifelsohne mit Abstand eine der intellektuellsten Persönlichkeiten dieser Ära. Auf der anderen Seite ist dies aber auch ein wenig unfair und manch ein Musikexperte würde vermutlich hervorheben, dass eine Menge von jenem Ruhm und jener Originalität, die Brian Eno zu einem solchen Kultfaktor gemacht hatte, in Wirklichkeit Leuten wie Dieter Möbius zu verdanken ist, die Eno jahrelang beeinflusst haben. Und dieser Eindruck mochte in 1980 tatsächlich sehr stark sein. Heute werden die Waagschalen auch ein wenig ausgeglichen. Wir erleben zurzeit eine gewisse Aufarbeitung der Musik dieser Ära. Gerade die Platten von Cluster werden nun allesamt neu herausgegeben, fast ausschließlich auf Vinyl. Dies mag kein musikalisches Revival sein, doch es ist mehr eine historische Neubewertung. Wenn man sich das Internet anschaut, so redet man plötzlich sehr viel über Dieter Möbius, über Haruomi Hosono, über Holger Czukay. Selbiges gilt zum Beispiel für die Fusion- und Jazzrock-Musiker der 70er Jahre, zu deren reichhaltigem Oeuvre man nun zurückkehrt. After the Heat ist ein gutes Beispiel für eine solche Zeitreise. Es ist ein Zeugnis dafür, wie großartig unkommerziell damals kommerzielle Musik sein konnte. Ich gebe hier 4,5 Sterne. Auch dieses Album enttäuscht nicht und ist ein klasse Beispiel für innovative Soundstiftelei und den künstlerischen Mut, einfach zu erschaffen, anstelle in vorgefertigten musikalischen Förmchen zu operieren. Das war After the Heat von Eno, Möbius, Rödelius aus dem Jahr 1978.